Hans-Peter. Schön, dass du da bist. Wir feiern heute Christ König. Und da damit verbunden sagen wir Christ eben, Gott ist unser König. Ich habe mir jetzt überlegt, als Bündner, und wenn ich auf die Medienlandschaft schaue, könnte ich sagen, der Medienkönig von Graubünden ist der Hans-Peter Möbermann. Wie siehst du dich als König der Medien? Nein, ich sehe mich da, ich sehe mich in der Rolle, dass Graubünden auch dank meiner Arbeit sich ein eigenes Medien besser leisten kann. Aus Zeitungen, aus Fernsehen, aus Radio, aus Online besteht. Es gibt in der ganzen Ostschweiz noch einen Kanton, wo ich sagen kann, das Medienwesen ist in unserer Hand. Es ist eine rein kantonale Angelegenheit. Und das ist Graubünden. Das meiste ist heute in Zürich oder vielleicht in Genf oder in Lausanne. Aber auf das bin ich stolz, dass wir es geschafft haben, in Graubünden das, was wir schreiben, kommentieren, bewerten, dass wir das in eigener Kompetenz machen und dass wir nicht obendrauf eben irgendjemand haben, der irgendwie von Zürich oder von einer ausländischen Stadt aus überhaupt das ganze Medienwesen und damit auch Beeinflussung von den Menschen führt. Ist das früher anders gewesen? Ich erinnere mich, du bist ja nach Graubünden als junger Journalist gekommen, 23 Jahre alt, glaube ich. Und du hast ja dort ein neues Konzept geschrieben für das Bündner Tagblatt. Ist es denn vorher anders gewesen? Ja, vorher war es ein bisschen anders gewesen. Vorher haben vor allem Leute die Medienunternehmungen geführt, die nie Medien gemacht haben. Die nicht im Kanton gewohnt hat. Also beispielsweise mein Verwaltungsratspräsident hat im Tessin gewohnt. Konkurrenz oder so war von Zürich aus geleitet gewesen. Also das hat ganz andere Leute gehabt. Und die hat es eigentlich nicht interessiert, was sagt man und was für Reaktionen hat man, sondern auf gut Deutsch, rendiert das Ganze oder rendiert es nicht. Und das hat sich ganz grundsätzlich in Graubünden nicht nur in dieser Unternehmung, die ich führe und die uns gehört, sondern auch in kleineren Unternehmungen, also auch in der Prättigauer Zeitung oder in Davos und so, hat sich das grundsätzlich geändert. Heute sind wir, die hier in diesem Kanton wohnen, können auch Einfluss nehmen auf unsere Medien, da können mit diesen Medien reden. Und das scheint mir schon ein ganz wesentlicher Vortrag, wenn da, du hast von Macht geredet, wenn die Macht auch daheim ist und nicht auswärts ist. Du musst das Mikrofon ein bisschen näher haben, dass die verstehen. Wenn wir jetzt bei Macht bleiben, hast denn du nicht das Gefühl, dass in der Zwischenzeit du gemacht hast? Also wenn du, stell mir jetzt vor, du hast Radio, Fernsehen, Zeitungen, Internet in der Zwischenzeit, wenn du ein Machtwort sprechen möchtest, würdest du ziemlich alle Bündner erreichen? Ja, möchte ich das. Das ist meine Frage. Möchte ich das. Das oder, möchtest du gerne. Oder umgekehrt gesagt, würde da Bündner wollen, dass irgendeiner da einfach alles zu sagen hat, was öffentlich ist. Also du lässt deinen Journalisten Freiheit zum selber. Ich lasse nicht Freiheit, sie haben die Freiheit. Sie wären unter dem, unter diesen Überlegungen, kommen sie auch, dass mir ein Journalist schreibt. Ich schreibe nicht, was sie meinen. Und was sie sagen, sondern ich schreibe, was ich für richtig halte. Oder der eine kommt aus einem rechten Ecke, der andere kommt aus einem linken Ecke, der andere kommt aus einem grünen Ecke, der andere kommt aus einem unternehmerischen Ecke, einer kommt aus einem gewerkschaftlichen Ecke. Also die wollen nicht, dass dann noch über dem allem irgendeiner, nur weil er die Aktien hat, ja,
hat ja nicht das Unternehmen, er hat die Aktien. Das muss man klar sagen. Nur die Aktien hat, dass sie dann da machen, was er sagt. Es wäre auch völlig uninteressant und es wäre in kürzester Zeit der Untergang nicht von Graubünden, aber von dem Unternehmen, das ich führe. Jetzt, als ich dein Buch gelesen habe, und wenn ich jetzt es auch verglichen habe mit den Königen im Alten Testament, die sind ja dann immer auch, haben auch ein bisschen aufbauen, haben eine Macht gewinnen wollen. Du hast jetzt vorher gesagt, du hast ein Unternehmen wollen aufbauen, du hast für Graubünden wollen schauen, dass dort der Journalismus funktioniert. Wahrscheinlich wäre alles zusammengebrochen. Als ich das Buch gelesen habe, habe ich gesehen, bei den Brüdern Gasser, damals noch, wo du noch junger Journalist gewesen bist, dort habe ich das Gefühl gehabt, ja, dort musst du ein Machtwort sprechen, sie vielleicht sogar ein bisschen austricksen, dass du heute 1000 Leute darfst oder kannst führen. Ist das, das so? Das ist so, das ist auch richtig. Ich muss sagen, meine früheren Besitzer haben ja nicht aus eigener Kraft auf einmal einmal das Zeitungsunternehmen. Es hat ja dort auch noch andere gehabt. Es hat das Bündner Tagblatt gehabt, es hat den Freien Rätsel gehabt. Es hat wie heute die Prättigauer Zeitung, so. es hat auch noch andere gehabt. Aber die sind eigentlich im rechten Bett geboren, wo die Väter oder die Mütter bereits Medien hatten und Medien genommen und sie haben nichts mehr Neues gemacht. Ich habe nichts gehabt, als ich gekommen bin. Ich bin aus der Ostschweiz rausgekommen, ich habe nichts gehabt. Nicht. Und habe dann das aufgebaut und zwar mit ganz guten Mitarbeitern, mit ganz guten Leuten, was mir richtig gelungen oder was uns richtig gelungen hat. Und das war so, gewesen, dass wir heute an einem anderen Syndrom leiden, am Syndrom, dass man sich ein bisschen sagt, die sind marktmächtig oder die sind zu gross. Es wäre gut, wir hätten noch 2 oder 3 andere, wo ich oben haben wir die gehabt. Leider sind die dann untergegangen. Also dir wäre es eigentlich ich, wenn du noch ein bisschen Konkurrenz hättest, eine grössere Konkurrenz hättest. Nein, mir wäre es recht. Da wird, wenn es Konkurrenz gibt, wird es immer besser. Da kann man machen, was man will, ob man sagt, ich bin unheimlich begabt. Aber wenn eine Konkurrenz da ist und wenn die Konkurrenz auch eine gewisse Stärke hat, nicht, dann wird es besser. Man muss sich mehr Mühe geben. Nicht? Also ich muss sagen, wer muss ich denn am Morgen lesen, wo mich richtig aufregen kann oder hören, wo mich richtig aufregen kann, weil er die bessere Geschichte hat, weil er die besseren Informationen hat. Es hat niemand. Also muss ich mich auch nicht aufregen. Ja. Nicht? Und das ist auch etwas, was störend ist, ja, oder? Jetzt in dem ganzen Prozess, der gelaufen ist, eben, du hast auch gesagt, du hast klein angefangen, hast etwas Grosses aufgebaut, muss man da als Unternehmer auch eine dicke Haut haben und bei dir an das Machtwort sprechen? Also, ein Machtwort muss man in jedem Amt, ob man nun eine Regionalredaktion führt, ob man nun Macht, dann muss man immer wieder mal sagen, es geht da und dort durch. Aber man muss hier und da ein Machtwort reden, wobei das Wort Macht passt mir eigentlich nicht so viel, nicht so recht. Man muss viel mehr, man muss miteinander reden. Denn das Resultat, das rauskommt, ist nicht das Resultat von dem, wo der oberste Chef ist, sondern ist vielleicht das Resultat von dem, wo vielleicht die gescheiteste Idee bringt. Nicht. Und ich halte es mehr drin, dass ich nicht nur etwas kann entscheiden, sondern dass ich auch zuhören kann und dass ich das Gefühl habe, wir haben gute Leute, wir haben vor allem gute junge Leute, die mit guten Ideen kommen. Und wenn dann einer daherkommt oder eine daherkommt, dann denke ich, ja, bin nicht sicher, aber machen wir es doch. Machen wir es doch. Also für mich müssen
die Mitarbeiter, die da bei mir sind, müssen schon einen wesentlichen Teil von dem, was unser Unternehmen ausmacht, müssen sie mitbringen. Ja. Jetzt haben wir von dem Unternehmen gehört und erzählt. Wir schauen jetzt den Werbeclip von eurem Unternehmen kurz an, damit alle einen Blick haben. Und herzlich willkommen zu Südostschweiz informiert. Heute unter anderem mit diesen Themen. Das Doppelbett tatsächlich. Alle Tipps von ihm zum Thema Schlafen finden wir übrigens auch online. Ja. Wie viele Mal haben Sie jetzt in dem Film Ihnen den König gesehen? Genau, kein Mal. Sie haben ihn kein Mal gesehen. Er ist also völlig unwichtig und so. Nicht. Aber Sie haben jetzt also nicht, ich hätte jetzt können sagen, Kraft, das Ding, wenn es jetzt gemacht wäre, ich will jetzt 5 Minuten lang irgendetwas erzählen, oder? Wie gut das ich bin oder so. Sie haben kein einziges Mal. Also, ich bin sicher, dass wir viel von Leuten, die da drinnen sitzen, auch noch nie gesehen haben. Ja. Also, im Unternehmen sind vor allem Mitarbeiter wichtig, würdest du sagen? Ja, es ist vor allem wichtig, dass man den Mitarbeitern die Möglichkeiten gibt, dass sie wichtig werden. Das ist es eben, oder? Nicht. Und ich muss sagen, selbstverständlich. Ich bin jetzt im 79. Ja, es ist doch viel interessanter, was die 20, die 25, die 30-Jährigen da machen, die zwitzt im Dingen stehen. Und das ist meine Aufgabe, dass die Freiheit haben, mit dem Ding, wenn ich auch hier und dort denke, ja, ich finde das jetzt vielleicht nicht so gut oder so. Aber ich sage, lassen wir es mal machen. Ja. Jetzt, wo du da angekommen bist nach Graubünden, hättest du damals gedacht, dass du eines Tages so weit kommen wirst? Nein, ich bin auch nicht mit dem Vorsatz gekommen, dass ich mal so weit gekommen bin. Das hätte ich nie gedacht. Aber jetzt sage ich vielleicht ein bisschen etwas Bösartiges. Ich habe bald einmal gemerkt, dass da in Graubünden nicht so wahnsinnig potente und gute Leute sind. Dass man die also nicht gut aufhören kann. Ja. Das habe ich also auch bald einmal gemerkt. Das ist vielleicht wieder eine Stärke vor ihm. Jetzt hast du vor ein paar Jahren, jetzt weiß ich gerne, jetzt in 1 oder 2 Jahren, das neue Medienhaus können aufbauen. Die Redaktionen sind miteinander verschmolzen. Ich habe das Gefühl, vorher sind sie wirklich getrennt gewesen. Jetzt sind alle jetzt miteinander verschmolzen. Ist das nicht auch, kann das nicht zum Problem werden, dass die nicht mehr so selbstständig sind, wie sie vorher waren? Das kann zum Problem werden. Und zwar dann, wenn man sich verschmelzen lässt.
Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Du hast mit Eigenständigkeit behalten. Also wir haben ein wunderbares Medienhaus da unten auf dem Rossboden bauen und so. Und das ist ja mal das Gute, wenn die Leute miteinander reden wollen, sind es 2 Minuten, dass sie einander treffen und so. Und das andere ist, dass jeder einem anderen kann eigentlich abschreiben und keine eigene Idee muss bringen. Und jetzt muss ich sagen, hat sich bis jetzt herausgestellt, dass das Medienhaus ein entscheidender Punkt ist, dass Graubünden als ein relativ kleiner Kanton das viertbedeutendste Medienunternehmen in der Schweiz hat. Wir sind hinter Ringier, wir sind hinter der NZZ, wir sind hinter der Media, aber nachher kommt so Media. Und genau. Das freut mich, ja. Aber es ist auch eine Gefahr. Nicht? Genau, ihr erreicht ja in Graubünden von 10 Leuten, erreichen ihr eigentlich 9 Leute und könnt... Ja, nehmen wir es das mit diesen 9 Leuten so gesehen. Also, jeder, entweder schaut er mal, lasst er mal Radio oder schaut er mal Fernsehen oder er liest eine Lokalzeitung oder er liest eine Tageszeitung und das zusammen macht aus, dass wir praktisch jeder, wo die deutsche Sprache und vielleicht die rätoromanische Sprache mächtig ist, kommt gar nicht um uns herum. Es sagt dann, der Kanton interessiere ihn überhaupt nicht. Nicht. Wir können mit dem leben. Ja. Jetzt hast du ein bisschen auch von deinem Leben erzählt, wir haben auch schon ein bisschen zurückgeschaut. Mich interessiert natürlich, hat auch der Glaube in deinem Leben eine Rolle gespielt? Bei deinen Entscheidungen. Du bist Protestant. Hat das eine Rolle gespielt? So gefragt muss ich sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das Land ohne die Institution Kirche und Glauben funktionieren könnte. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir eine Verfassung machen könnten, wo wir sagen, das hat keinen Platz da drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da innen etwas machst, das nicht anerkannt ist. Nicht. Aber es ist nicht so, nicht, wie in jeder Institution, die wir machen, dass wir denen besonders sagen, ist das schön, dass du schaust zur Kirche, oder ist das schön, dass ich schaue zur Vielfalt der Medien. Aber wir sind anerkannt. Nicht. Ihr könnt Steuern erheben, also ist das ein Privileg, wo mal die Mehrheit von der Schweizer Bevölkerung mal gesagt hat, jawohl, das wollen wir so, nicht? Aber wir hängen es nicht an die grosse Glocke, wir machen nicht ein grosses Ding drumherum. Auch wenn wir jetzt auf die Medien gehen, wenn wir auf einmal keine Medien mehr hätten, also wir können die Zürcher Zeitung noch abonnieren oder den Tagesanzeiger oder solche Dinge so, aber Graubünden hat nichts mehr. Das gibt einen Aufstand. Und in der kürzester Zeit würden sich Leute finden, die sagen, wir machen etwas, dass wir von dem Kanton her auch die Information, die etwas Wesentliches ist, in die Hand nehmen. Aber du würdest jetzt sagen, der Glaube hat nicht einen direkten Einfluss gehabt auf dein Unternehmen? Nein, er hat sicher keinen direkten Einfluss gehabt, aber nehmen wir jetzt an, wir würden alle 2 Monate einmal schreiben, der Glaube braucht es nicht. Ja. Ich sage etwas, unsere Auflage würde sich halbieren, wenn wir so etwas schreiben. Wir nehmen es einfach als etwas Selbstverständliches an. Nicht? Ja. Wir sind da reingekommen mit meiner Frau. Du hast den Gottesdienst gegeben, das war für uns eine ganz normale Angelegenheit. Aber dass wir jetzt zum Beispiel, ich kenne keine einzige Zeitung, außer es gibt irgendwie irgendeine Randzeitung, so, die sagt, wir brauchen keinen Glauben. Wir tun keine Steuern abschaffen. Das ist keine Thematik. Sie ist nicht da, weil nicht einer würde sagen, oh, wäre das noch gut, wenn ich keine Steuern zahlen müsste. Sondern
Wir sind einfach nicht in dem Denkprozess drin. Ja. Nicht? Gut, also wir haben jetzt uns können über die Macht, über unseren Glauben unterhalten. Wir haben noch eine Möglichkeit, auch beim Nachtessen, wenn auch ihr und Sie noch Fragen habt, wir können beim Nacht darauf zurückkommen. Herzlichen Dank für das Gespräch, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und heute gekommen bist. Vielen Dank. Danke vielmals.